Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Ranch Sim. Ich war ein bisschen young. Schaut mal, ich habe 1037 Dollar. Ich dachte, ich mache mit euch. Genau, ich dachte, ich mache mit euch heute mal die Scheune vergrößern. Ich denke, das ist eine very good idea. So, jetzt jault meine Katze schon wieder rum. Ich krieg echt eine Panne hier. So, hier habe ich ja noch Holz. Genau. Ach, hier habe ich ja noch ein Brett. Oh. Wo ist eigentlich mein Benzinkanister? Ach, da. Wartet mal kurz. Ist da überhaupt noch was? Oh, da ist ja noch was drin. Ja, nice. Okay, los geht's. Nee, wartet mal mit ihr, ne? Genau. So, ich mache das immer wieder aus besser. Weil das spart auch ein bisschen. So, Scheune, bau dich mal. Genau, jetzt nehmen wir die noch mit. Ich weiß gar nicht, die reichen gar nicht, oder? Meine drei, vier Stämme hier. So, ich hole mal den nächsten. Ja, ich weiß, Rennen ist nicht gut. Ich kann auch nicht mehr nehmen, ne? Nee. Ich kann immer nur einen Stamm tragen. Immer noch. Na komm, ich mal schnell den nächsten. So. The last one. Genau. So, aufheben bitte. So, jetzt gehe ich erstmal kurz nach oben. Hoch. Wunderbar. Tja, ich muss ja sagen, hier, mein Charakter ist ja ganz schön käsig, ne? Sollte man mehr in die Sonne. Nicht immer so viel arbeiten. Genau, und eins, zwei, vier, fünf. Ja, gut. Ein Schlag. Oh Gott. Alles klar. Das sind aber eine Menge Stämme. Ein großer Baum. Ja. Tja, vielleicht sollte ich es doch noch mal mit Auto machen. Ah, ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere schreibt, warum läufst du denn? Warum machst du das denn nicht mit dem Auto? Ja, weil ich das umständlich mag. Ja. Ich meine, ich habe Zeit. Ach so, ja, man muss es halt immer wieder anmachen.
So, dann nehme ich mal die schon mit. Was war das jetzt? Warum hat sie das fallen gelassen? Schwächeanfall? So, das einmal rein da und das und genau. Jetzt nehme ich noch einen Stamm mit. Zwei habe ich hier noch, okay. Brauchte ich jetzt noch zwei? Wisst ihr das? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. So, und einmal springen. Genau. Und tada! Sehr schön. So, die packe ich jetzt nach unten. Oh, ja, ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh Gott, Nase kitzelt. Ganz übel. So, das andere nehme ich jetzt auch nochmal schnell mit runter. Den anderen Stamm. Da ist er. Wenn man nicht zu weit. Genau. So, dann schaue ich mir das Ganze mal an. Ah, jetzt ist die Tür hier wieder zu, weil ich hatte hier oben das offen gelassen. So, ihr kleinen Schweinchen, wie geht es euch denn heute? Okay. Das sind, ich weiß nicht, sterben die denn nicht? Von alleine meine ich, oder muss ich die erschießen oder was? Die haben alle volles Leben. Muss ich Futter nachfüllen? Wartet mal kurz. Vielleicht sollte ich denen die gar nichts mehr geben. Nee, ist alles. Alles tutti frutti. Tutti frutti. Nee, nee, nicht die obere. Die untere bitte. Ja gut, soll ich jetzt mal eins erschießen? Dann, ich meine, guckt euch mal an, wie fett die sind. Es tut mir leid. Oh Gott, was habe ich getan? Ehrlich, ich glaube, das ist nichts für mich. Oh Mann. Oh, wow. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Nicht die Kacke. Ich meine. Das ist ein Schwein? Ich brauche mein Auto. Ach so, nee, wartet mal. Ohne Korb. Hatte ich hier nicht schon wieder Eier drin gehabt? Ach, ich verstehe das alles nicht. Ach, egal. So. Nee, nee. Wo fahre ich denn jetzt am besten mit hin? Nee, nee. Oh. Alter, langsam, Baby, langsam. Baum.
Stopp. Na komm. Wow. Stopp. Wartet mal, ich kann ja auch so fahren, ich Idiot. Moment mal. Ach so, ich muss jetzt andersrum denken. Moment, ich hab's gleich. Wow. Nee, nee. Voll. Oh mein Gott. Entschuldigt, Leute. Das üben wir nochmal mit der Kameraperspektive. Nee, nee, das ist jetzt. Wow. Ja, ja, okay, reicht schon, reicht schon, reicht schon. So, steck mal aus. Oh nee, oder? Jetzt habe ich mich eingeklemmt. So, wartet mal. Wie mache ich denn das jetzt? Ich hätte auch hier reinfahren können, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, vielleicht kann ich das ja jetzt hier reinladen. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Bisschen drehen. So. Oh, damit muss ich ja mehrmals dann fahren mit dem Auto. Ich krieg ja gar nicht alles rein. Gott. Ich meine, habe ich es denn richtig gemacht? Muss man die erschießen? Also das ist ja nicht meins, ne? Ich kann doch nicht meine Schweinchen erschießen. Wartet mal. Ich glaube, ich muss gleich nochmal raussortieren. Na, kommst du nicht raus? Kleiner Kerl. Vielleicht muss ich das... Wartet mal. Vielleicht muss ich das auch einfach erstmal dahin packen. Jetzt wäre ein Laster gut. Würde ich mal behaupten. Oh Gott. Ist ja eine Lebensaufgabe. Hoch. Ja, ja, ich mach dir Platz, Mister. So. Komm, ich mach mal deine Kacke weg. Bitteschön. Alter Schwede. Na komm schon. Doch nicht auf den Zaun packen. Dumpfbacker. Das sind ja 3 Fuhren oder so. Oder wenn nicht sogar 5. Mal an, wie viel. Vielleicht kann ich mir denn davon auch eine schöne Kuh kaufen. Das wäre schön. Ach, dann brauche ich auch noch bestimmt Zubehör, ne? So wie eine Milchkanne und ein Eimer.
Wenn man mal überlegt, wie klein die Schweine waren, als ich die kaufte. Wow. Da waren die so klein und süß. Und jetzt guckt euch mal diese riesigen Teile an. Auf die kann man ja schon fast reiten. Nee, 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 das war nichts. Das war nichts. Na? Komm schon. Noch zwei Stückchen. Aber ich muss die erstmal noch alle wegkriegen, ne? Hoho. So, jetzt ist dein Bruder weg. Oder Schwester? Nee, wartet. Nein, nein, nein. Dahin. So, ich gucke lieber nochmal nach. Okay. So, jetzt könnte ich doch. Wartet mal kurz. Jetzt könnte ich doch. Ja, komm, baue ich. Tür öffnen und dann noch mal so ein. Tada! Es ist gefüllt. So. Ich muss sagen, dieses Tor ist ein bisschen klein, oder? Um hier. Ach ja. Oh Gott. Okay, pass mal auf. Boah. So, nimm das mal. Das packst jetzt mal ordentlich dahin. Genauso wie das. Und das. Du bist auch noch ein kleines Stück. So, geht doch, Leute. Geht doch. So, jetzt brauche ich noch ein kleines Stück. Kannst hoffentlich dahin. Nee, kannst du nicht, weil du klein bist. Oh, ey. So, wartet mal, das ist groß. Kann ich dich dahin packen? Kann ich. Und dich kriege ich jetzt nicht dahin, oder was? Ach, hör doch auf. Gut. So. Ups. Das kriege ich echt nicht dahin. Na gut. So, 4, 5, 6, 7, 8. Neun. Oh, das ist nicht wahr, ne? 10. Meine Güte. 12. Dreizehn. Fünfzehn.
16, glaube ich, waren es jetzt, ne? Ich habe jetzt wieder nicht mitgezählt. Oh, komm schon. Ehrlich. Das ist doof. Auf dass die Wölfe hier kommen, ja, oder Bären, ja, weil sie hier rohes Fleisch riechen. Nicht gut, nicht gut, Leute. So, aber wir haben es jetzt spät, ne? 21:03 Uhr. Okay, meine Tierchen, die schlafen ja gleich. Quatsch. So, stopp. Ich sagte stopp. So, jetzt gucke ich noch mal nach meine Tiere. Ich habe ein paar Eier gelegt. Habe ich die Eier verkauft gehabt oder? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Oder sind die einfach wieder weggespawnt? Wie so oft. Huch. Da hinten ist noch eins. Ich habe gar keine Küken mehr irgendwie. Aber gut. Okay. So, die Kacke mache ich auch weg natürlich. Gut. So, dann lasse ich mal die Eier hier stehen. Werde mal ganz kurz speichern. Wunderbar. Achso, jetzt wollte ich mal gucken, ob die noch fressen haben. Ich finde, das kann man ganz schön schwer erkennen. Das Kacke. Meine Güte. Aber wenn die schlafen, macht es echt mehr Sinn, das zu machen. Ah. Guckt euch das mal an hier. Die kleinen Kügelchen. So, die könnten auch was zu trinken gebrauchen. Das machen wir noch schnell. Perfekt. Oh nein, der Tank ist leer. Ah, so, wartet mal. Jetzt gehe ich mal ganz schnell noch hier Futter holen. Oh, ich muss wieder Säcke mitnehmen. Okay. So, mein Soll erfüllt hier. Du wirst für $42 nachgedingst. Und ich gehe jetzt schlafen. Und in der nächsten Folge, meine Lieben, geht es dann weiter zum Verkauf. Meines Fleisches. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch ja einen wunderschönen Tag und bis morgen. Bye, bye.